Jo Leute, was geht ab? Trainingshacken Freddy hier. Herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video hier auf meinem YouTube-Kanal Reselling Freddy. In diesem Video geht es wieder um schöne Flohmarktfunde. Ich war wieder auf einem Dorftrödel. Solltest du jetzt das erste Mal auf diesen Kanal gestoßen sein, für dich ist wichtig zu wissen, auf diesem Kanal geht alles rund um das Thema Flohmarkt, ums Reselling, um Pokémon-Karten, Retro-Konsolen und Retro-Spieler, also alles, was Spaß macht. Lass gerne einen Daumen nach oben da, ein Kommi und ein Abo, solltest du das noch nicht gemacht haben, um den Algo zu pushen und um mich und zukünftige Projekte natürlich zu unterstützen. Jetzt viel Spaß mit den Aufnahmen. Hoi. Hi. Hey. Ist es okay, dass ich hier krass? Ja. Okay, danke. Ich habe eine Frage. Niederlands, Deutsch? Niederlands. Habt ihr noch iets von Nintendo of so? Game Boy of so? DS-Spelletjes? Ja, zoiets. Misschien. Of oude Game Boy of so? Game Boy niet, maar DS-spelletjes. Is het mogelijk te kijken? Ja. Ja, bedankt. Ga ik je even halen. Ja, bedankt, bedankt. Een leuke weer vandaag, hè? Ja, ja, het is mooi zo. En dat was zo gewild, dat was gewoon af en toe op. Gewoon, ja. Dat konden ze niet leveren. Ja. Ja, geloof ik. Ik zoek hier zo oude dingen. Ja. Van Nintendo, hier deze. Hallo. Ja, misschien is het mogelijk te kijken. Ja, je mag wel kijken, dan moet ik alleen de oplader nog bij. Ja, dus. Maar zo heel oude dingen heb je niet, hè? Nee, dit is oh, oké. Okay. 3DS. Oh, oké. Okay. Die gebruik je niet, hè? Nooit meer. De laatste keer is volgens mij 2017 geweest. 2017? Ja. Laatste keer. Ja, ik heb een grote zameling, ik heb al gezegd, ik heb hier die oude dingen. Ah. Ja. Oh, leuk. Maar dat is alles wat je hebt? Ja. Ja. Ja, mijn broertje die heeft ook ah, nog okay. iets, maar dat is dezelfde DS. Oké. Okay. Andere kleur of zo? Ja, misschien? Rooien. Ah, oké. Okay. Dat is misschien ook... Ja, oké. Okay. Maar heb je interesse? Ja, ik in ben geïnteresseerd. Waar ga je daarvoor geven? Ja. Maar, misschien met die anderen samen? Ja, ja, dan moet je iets... Ik zal even opleiden. Ja, bedankt. Ja, we wachten even. Ja, er zijn al meer mensen die hadden gevraagd van... Hé, ik zie geen Lego liggen. Hebben jullie geen Lego? Lego alle? Ja? Ja, die hebben de Lego van binnen gehaald. Oh, die, ja, ik neem alles mee. Ik neem alles mee. Die autootjes. Ja. Nou, daar hebben ze denk ik ook al wel 100 van verkocht. Ja? Ja, die zijn ook, van? Ja, want ach. Die worden ook verzameld. Ach, oké. Okay. Bedankt. Ja, wacht pap, ligt er binnen misschien nog, heb je een oplaaikabel? Heb ik toys. Maar ja. Die moeten die niet bij? Is die van hem of kunnen die ook van anderen gebruiken? Dat is hier, dat is echt speciaal, denk ik. Ja, die kunnen gewoon meegeven hoor. Die gebruikt er nergens anders voor. Waar heb jij het over? De oplaadkabel. Ja. Die is ook te verkopen, hè? Ja, ja. Die heet je nog een hele bak meer. Bepaald spelletje. Die kan je krijgen betalen, hè? Want die zijn voor jou. Ja, deel van jou en deel van jij. Ja, één. Oké, okay, ja, die heb ik al. Ja? Ik, ja, bedankt. Okay, dan die. Maar alleen één van die, hè. Zo oplaaien. Oh. Heb jij er nog één? Wat? Oplaaien. Mijn heb ik op. Nou, ik weet niet waar die ligt. Oh, ja, daar is ook. Is het mogelijk? 50 euro? Hoeveel? 50. Per stuk of? Tezamen. Bij elkaar. Is het mogelijk? Goed. Ja, dus goed, 25 ja? De man. Ja. Ja. Ik ga in mijn tasje holen, ja? Ja, klein momentje. Doei! Nee, ik kom terug. Ja, dat zou mogelijk zijn. Ik doe maar hier de 50 euro. Ja. Bedankt. Ja, hier an diesem Stand gab es für 50 Euro zwei Nintendo 3DS und noch ein paar Spiele dazu. Hier gab es einmal den 3DS mit zwei Aufklebern, wunderbar, und in einem wirklich guten, gebrauchten Zustand. Hier war noch das Spiel Lego City Undercover drin. Hier natürlich ein paar Fettfinger, aber ansonsten ist der Zustand wirklich nicht zu unterschätzen. Also wirklich sehr schön. Außerdem war hier noch das Spiel Lego Harry Potter dabei und so ein paar Extra-Stifte. Auch original von Nintendo, nimmt man natürlich auch gerne mit. Und dann gab es noch den anderen 3DS und zwar in Schwarz. Auch hier in einem guten Zustand, würde ich fast sagen. Sehr schöner Zustand. Hier muss man auch mal drüber wischen, aber ansonsten hat er keine größeren Stoßkanten oder sonstiges. Dazu gab es dann noch einige Spiele. Was haben wir hier? Hier ist ein Monster Jam, Zoo Resort, Rayman 3D, Transformers Prime, Lego Batman 2, Driver Renegade 3D, Avatar. Ja, und die zwei Spiele waren jetzt noch ein bisschen besser. Ja, und hier noch einmal Mario Kart 7 und Pokémon Sonne. Und es gab noch hier diesen Amiibo Bowser. Ja, echt ein fettes Teil, hochwertig verarbeitet.
insgesamt für 50 Euro noch ein Ladekabel dabei und ich würde sagen, den Deal hätte jeder eingetütet, oder? Hallo, moin. Hallo, hallo. Wo ist denn der Anhänger? Ach, hör mir auf. Bei den kleinen Reifen schrammelst du dir ja so einen ab hier. Ja. Mein Gott. Aber für einen Trödel, was man nicht alles macht für einen Trödel, ne? Ich habe eine kurze Frage. Ich suche eigentlich so was Altes von Nintendo. Gameboy, eine Spielekonsole, Spiele. Nintendo habt ihr gar nicht, oder? Wir haben eine... Doch, haben wir aber. Habt ihr? Noch. Wir haben ja noch die... Wie heißt die denn? Wii. Eine Wii. So was Älteres nicht zufällig, ne? Also so einen alten Gameboy, ganz alten Ding? Doch, haben wir. So was? Nee, so was Altes nicht. Ein bisschen neuer kann es auch ruhig sein. Das war hier so zum Klappen. Ja, sowas suche ich. Ja. Vielleicht ist es auch nichts. Ich erst mal gucken, vielleicht finde ich das auch mal. Vielleicht ist es auch gar nichts für mich. Ja, muss genau, mal gucken. Guck mal eben. Weil ich weiß jetzt nicht. Also wir haben... Da müsste einer drin sein. Ja. Guck mal da rein. Ach, wo ist denn der andere Schwarze? Wir haben noch einen alten. Hier sind so Stifte drin. Und Spiele drin. Hier hast du dann, hier ist noch was drin. Nee. Was ist das denn? Ach so, eine Powerbank. Ich dachte, der schwarze wäre der Hund, dann einen schwarzen, das weiß ich. Das ist nur eine Powerbank? Mein Gott, so viel Powerbank nehme ich auch noch mit, hör mal. Ja, bist du der Hammer, ey. Das ist Wahnsinn, so was von praktisch manchmal, so Powerbanks. Für den Flohmarkt. Ja. Da weiß ich jetzt nicht. Ist das noch eine Powerbank? Drei Stück oder was? Nein, nicht. Aber nur ein Kabel. Ist das da irgendwie, ich guck mal, ob das da reinpasst. Weiß ich gar nicht. Schwarz, wahrscheinlich aber nicht griffbereit, wa? Ich müsste gucken, ich würde mir deine Nummer aufschreiben, ja. Wenn das okay ja, wäre. Ja, klar, gerne. Kann man den schon erwerben, möglicherweise? Erwerben. Was könnte man hier denn machen preislich? Ja, was würdest du denn geben? Ich hätte jetzt von mir aus gesagt, ein 20 Euro dafür. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Vielleicht mit dem anderen kann man sich nochmal einig werden. Ja, und das Spiel willst du auch? Das, vielleicht mit dem anderen zusammen dann, okay. Eventuell. Gut. Dankeschön, jo, vielen lieben Dank. Gerne. Ey, da hat sich ja, das doch noch gelohnt, die 400 Meter hier. Oder die 500 Meter sogar. Meine Herren. Ja, danke. Danke euch, ne? Sorry. Ich war darum. Alles klar, hat man drüber geredet. Jo. Ciao. Ja, hier an dem Stand gab es dann ebenfalls einen Nintendo 3DS. Ebenfalls hier in schwarz, grau, metallic. Hier noch ein schönes Apple-Zeichen vorne drauf. Zustand ist gebraucht. Da muss ich auf jeden Fall sauber machen und drüber wischen. Ansonsten gab es dazu noch das Spiel Animal Crossing für den 3DS und noch Mario und Sonic London 2012 als Modul. Ja, bezahlt habe ich 20 Euro. Die haben sich leider nicht mehr gemeldet, aber 20 Euro denke ich doch hier ein absoluter Schnapper. Ja, hier ist halt mit die Batterie, weht ihr? Ja, das ist ein kleines Problem hier. Hij doet het verder wel. Ik heb hem laatst, hij deed het laatst wel. Ik was helemaal blij dat hij het nog deed. Weet je wat je wil hebben hiervoor? Nee. Nee. Ik was eigenlijk nog niet van plan om weg te doen. Ja. Zeg maar. Ja, hoeveel? Ja, hoeveel wil je hebben ervoor? Ja, hoeveel wil je ervoor geven? Ja, moet je weten. Het is... Ja, dat is old school, hè. Ja, dat is echt old school. Ja, ik weet het. Maar ja, kijk, kapje van de batterijmes, maar er zit wel een Pokémon Yellow in. Ja. Die Pokémon Yellow is volgens mij sowieso... Is echt leuk, ja. 20, 25 euro waard, dus ik ben niet van gers. Doe maar 20? 20? Ja, dat is voor het spel, hè. Ja. Ja, maar als ze niet weg wil doen, moet ze het niet doen. Dat nee, ik ben einde niet weg. Wat is met... Misschien 40? Nee, ik wil hem nog niet weg. Nee, moet je niet doen. Ja, nee, mijn kinderen vinden ook Pokémon leuk. Ja, zeker. Is echt leuk. Dus is echt ik wil leuk. Hem eigenlijk nog niet weg doen. Geen probleem. Ik kan geen probleem. Verbeteren. Is het dan, leuk te zien. Ja, ja, bedankt, bedankt, bedankt. En fijne dag, ja? Ja, doei. Is mooi. Ja, ja. Gewoon even kijken. Ja. Hi. Hoi, probleem deze. Hoi. Heb je nog iets anders of niet? Oude dingen van Nintendo of PlayStation of zoiets. Helemaal niet. Alleen deze. En van Pokémon of zo ook niet. Nee. Ah. Maar je hebt geen Game Boy of zo, hè? Nee. Dit is de enige die ik heb. Ja, oké. Okay. Ik heb die ook ooit een keer gekocht om, voor de leuk. Mm-hmm. Maar één keer aangehad. Eén keer? Ja, ja. Oké. Is die klaar? Zo, ja? Je hoeft dus plug and play. Plug and play.
Kijk, je kunt zelfs zien dat ik hem nooit gebruikt heb. Alle stekkers. Mm-hmm. Alle stekkers zitten origineel in de verpakking. Ja. Okay, maar niets van de PlayStation of zo? Nee. Die ook niet, hè? Nee, ik ben nooit niet zo'n gamer geweest. Nee. Ik zit meer in de barbecues. Ja, ik heb het al gezien, hè? Ja, daar. Ja, lekker, jongen. Wat wil je hebben ervoor? 60 euro. 60? Ja. 60 euro. Nou, ik staat voor op. Nederland verkopen ze hem steeds voor 120 euro. 120? Ja. Oh, godverdomme, jongen. Ooit een keer voor 100 euro gekocht. Ja. Dus. 66 heb je gezegd? 60 euro. 30 mogelijk? Nee. Niet mogelijk? Nou, ook liever zelf dan. Ja, geen probleem. Okay, dan doe ik hem voor de kinderen. Zeker. Ja, oké. Okay. Ja, bedankt meneer. Ja? Leuke dingen. Goed. En veel plezier, fijne dag vandaag. Ja, dankjewel. Ja, doei. Wat kost hier zo'n klokje? 50 cent. 50 cent? Ja. Oké. Okay. Bedankt meneer. Ja. Jo, fijne dag. Dankjewel. Doei. Da ich dachte, ich finde wirklich gar nichts auf diesem Flohmarkt, habe ich mich hier für eine Uhr entschieden, Leute. Eine Disney-Uhr. Und zwar ist das hier eine Uhr Disney 101 Dalmatiner. Der Grund, warum ich das mitgenommen habe, ist folgender. Leider fehlt hier hinten, glaube ich, auch die Batterieklappe. Ich glaube, hier müsste eine Batterieklappe drauf. Ich bin mir aber jetzt aber nicht 100% sicher. Und zwar habe ich die mitgenommen, weil hier Junghans draufsteht. Und jeder, der sich so ein bisschen auch mit Uhren und sowas auskennt, Stoppuhren etc., dann weiß derjenige auch, dass Junghans wirklich eine richtig gute Marke ist. Deutsches Produkt, Junghans, wenn ihr sowas mal sehen solltet, könnt ihr das eigentlich immer mitnehmen, zusammen dann mit so einem Franchise, ist es dann immer eigentlich eine Investition wert und eine Mitnahme wert und für 50 Cent habe ich das jetzt hier mitgenommen, ja, das wird nicht viel bringen, aber ich habe es einfach mal mitgenommen. Ich habe eine Frage, meine Herr. Ja. Habt ihr iets von Nintendo auf PlayStation oder so? Nee. Nichts. Ja? Was ist der Preis für so ein? Wisst ihr das? Na, lass uns beginnen bei Robux. Das ist leuk, echt leuk. Das ist ein Originaler. Ja, das ist echt leuk. Honderd zeg je? Ja. Zijn 50 mogelijk? Past die wel? Want anders... ja, ik denk zo, XL. Ja, de lengte van de mouwen is goed. Ja. Ja. Is oké. Okay. Nou, voor 50 mag je het meenemen. Ja? Ja. Bedankt, meneer. Ja. 50, meneer. 50, oké. Okay. Ja, leuk, man. Dat is echt leuk. Maar die wil je niet verkopen, hè? Jawel, die is ook te koop. Ja? Wat kost die? Ja, wat moet je nou voor zoiets? Ik begin maar bij 15. Ja. Hij rijdt goed, maar hij is natuurlijk wel 45 jaar oud. 45 jaar. Dus hij is van 79. Is het mogelijk te kijken van, ja, kom maar, van de kant? Kom maar. Echt leuk. Ford Mustang, hé. En uiteraard een V8, hè? Ja. Geen 6-cilinder, hè? Ah, oké. Okay. Kijk, want een 6-cilinder is veel minder waard. Maar is dat 8-cilinder? Ja. Een V8. Hey. V8, ja. Dan kijk. Oh, leuk. Oh, een beetje meer licht. Oh, leuk. 15.000. Moet ik met mijn vriendin? Ja, dat is iets wat je niet even zomaar beslist. Ja, ja. 1970, oké. Okay, ja. Dus 1979. Ja. Hij is echt leuk. Volgende week is die 45 jaar oud. Oh, ja. Ja. Als je het bent, dan weet ik al waar je woont. Ja. Dan ga ik bellen. Bellen en dan... Oké. Okay. Bedankt meneer. Ja. Okay. Leuke dag. Ja.
Hier in dem Stand bei dem älteren Herrn habe ich für 50 Euro eine richtig heftige, geile Harley-Davidson Leder-Vintage-Jacke mitgenommen. Aus dem Jahr 2008, die ist wirklich schwer. Ich habe die jetzt abgewischt, das Leder so ein bisschen abgetupft, geguckt, ob da irgendwelche Problemstellen sind, Löcher, ob der Reißverschluss nicht schließt. Aber super Qualität, läuft alles wie geschmiert. Das Ding sieht richtig geil aus. Habe ich jetzt gerade nicht hier. Ist in Größe XL. XL immer eine sehr beliebte Marke, gerade bei so Biker-Klamotten. Und ich glaube wirklich, dass dieses Teil so um die 200 bis 300 Euro wert ist. Und das ist echt ein guter Schnapper gewesen. 50 Euro nicht wenig, aber für so ein Markenprodukt, so ein beliebtes Franchise, ein super geiler Schnapper. Dann hatte der Typ noch einen Ford Mustang in der Garage stehen. Da habe ich kurz gefragt, was der haben will. Er wollte 15.000 haben. Leider Gottes habe ich gedacht, das wäre ein geileres Modell. Von vorne sah das wirklich nicht gut aus, dieses 80er-Jahre-Modell von Ford Mustang. Wäre es so ein Ding aus den 60er oder 70er Jahren gewesen, glaube ich, hätte ich hier auf dem Flohmarkt ein Auto gekauft. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Wirklich coole Pickups dabei gewesen, für echt einen schmalen Taler und gutes Geld. Habe ich mich sehr darüber gefreut, muss ich wirklich sagen. Jetzt bist du an der Reihe, schreib gerne einen Kommentar, lass einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich sehr freuen, das wird den Album ein bisschen pushen, wie gesagt. Und dann bedanke ich mich bei dir, dass du so lange dran gewesen bist. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Reingehauen, Kuss, Kuss.